Wir war Dritte und Jelena Witritschenko. Es hat viele Tränen gegeben, gestern nach dem Mehrkampffinale, als sie nur Fünfte wurde. Obwohl sie selbst oft sagt, die Wertung, und ich kann darüber nur lachen, gestern musste sie darüber bitter weinen. Aber mit einer 10 und mit einer Goldmedaille, mit dem Seil, ist dieser letzte Tag dieser rhythmischen Gymnastik-Weltmeisterschaft für sie zumindest schon mal gut losgegangen. Sie hat es den Kampfrichterin noch mal gezeigt. Ja, und zwar ganz ordentlich. Jelena Witritschenko, die Grande Dame der rhythmischen Gymnastik. 22 Jahre alt und wird bejubelt von den Zuschauern hier in Osaka. Die Halle jetzt am Schlusstag wie...